Ja, also das hat tatsächlich begonnen, als ich angefangen habe, Kopftuch zu tragen, weil dann konnte man auch von außen her sehen, dass ich Muslima bin. Und das war halt in Erzgebirge und die Lehrer waren vor allem, urplötzlich war ich für die Lehrer vor allem die Stellvertreter aller Muslime quasi, weil da kamen Fragen wie, was sind mit den muslimischen Männern, die ihre deutsche Freundin zwingen, Kopftuch zu tragen, wo ich gesagt habe, ich kenne da niemanden und das hat auch nichts mit mir zu tun. Oder auch Fragen wie, ist es dir nicht zu warm? Und das von gleich einem Lehrerin dreimal gefragt zu werden, was dann, wo ich mir gedacht habe, okay, ist das eine Frage, dass sie sich interessiert wirklich dafür oder ist es eher so, oh du Arme, du trägst Kopftuch. Oder im Chemieunterricht ging es nicht mehr um Chemie, sondern es ging darum, dass man sich nicht so krass zupacken soll, sondern eher die Sonne genießen soll und man sollte in die FKK-Strand gehen. Und das war gleich danach, als ich angefangen habe, Kopftuch zu tragen. Das waren so die Anfänge, als ich so angefangen habe, Kopftuch zu tragen. In der Schule gab es Probleme. Und sonst im Allgemeinen bekommt man immer Kommentare. Man sollte sich hier in Deutschland anpassen oder auch so, wie sehen Sie denn aus? Einfach von einer fremden Person, wenn man an der Haltestelle steht, dass man so eine Zuruf bekommt. Und wenn man wirklich tatsächlich mit den Leuten ins Gespräch kommen möchte, dann heißt es, mit ihnen möchten wir ja gar nicht reden. Und dann plötzlich merken die, okay, sie kann Deutsch, sie möchte mit uns sprechen, aber sie lassen uns nicht zu, dass wir mit denen sprechen. Und mein schlimmster Fall war, dass ich an der Haltestelle stand und da waren drei Personen, zwei Männer, eine Frau und sie haben mich beschimpft und sie haben mir die Hitlerzeichen gezeigt. Und da hatte ich Angst und ich wusste auch nicht, was ich machen kann, wenn die jetzt handgreiflich werden oder ob mich irgendjemand unterstützt. Ich denke, wenn man sagt, es ist schlimmer geworden, ja, die Leute trauen sich mehr zu sagen. Die Leute trauen sich auf der Straße zu beschimpfen oder einfach zu rufen, wie siehst du denn aus oder was hast du denn an? Man sollte sich hier anpassen. Aber ich denke, diese Gedanken waren schon vorher vorhanden. Aber in den letzten Jahren, auch durch diese Flüchtlingswelle, trauen sich die Leute, die haben jetzt einen Grund, was zu sagen und vorher war es nicht so. Vorher waren diese Gedanken, glaube ich, schon da, aber keiner hat sich getraut, was zu sagen.